Hallo liebe App-Freunde zu Crossmedia Shorty. Crossmedia Shorty ist eine neue Unterkategorie von Crossmedia, extra für einzelne Bände oder einzelne Filme, die keine weiteren Ableger haben und daher zu klein sind für eine Talkrunde. Deswegen werden sie jetzt hier kurz und knackig vorgestellt und ich fange direkt an mit einem Spiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar Injustice. Injustice ist von den NetherRealm Studios, bekannt durch die Mortal Kombat-Reihe. Die haben jetzt einen Klopper rausgebracht, in der sich Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman und sonstige Helden aus dem DC-Universum den Arsch versohlen. Fight! Erfahrung hatten die natürlich schon gemacht mit ihrem Spiel Mortal Kombat vs. DC. Da konnten sie die Charaktere einbetten. Jetzt gibt es ein eigenständiges DC-Prügelspiel. Und da geht es halt eben darum, dass der Joker den Superman eine Falle stellt, weshalb der Superman was ganz Schlimmes tut. Und daraufhin wird der Superman total fanatisch und will die Welt absolut sicher machen und befiehlt der Welt halt eben Stoppkrieg. Dies alles vereint er unter dem Erde-1-Symbol, was anfangs natürlich gut klingt, es gibt Frieden auf der Welt, die Verbrecherrate sinkt fast auf null, hat aber den Nachteil, dass Superman zu einem Diktator wird und natürlich alles unterdrückt. Also man darf sich nicht gegen ihn stellen, man darf nicht mehr öffentlich gegen ihn reden. Ja, und auf der anderen Seite haben wir halt eben Batman, der eine Rebellion gegen ihn anführt und ich will gar nicht so viel von der Story verraten, aber es ist allein sehr interessant, was ist, wenn Superhelden so eine Art Götterkomplex kriegen und was will die Menschheit mit ihrer Armee gegen einen Superman tun? Im Spiel geht es darum, wie Superman zu Fall gebracht werden soll, aber die Geschichte, was hat der Joker getan mit Superman, wie konnte er diese List entwickeln, um Superman so reinzulegen, die wurde nie aufgeklärt, die wurde immer nur angedeutet, genauso wie viele andere Sachen, dass zum Beispiel bekannte Charaktere gestorben sind. All das wurde im Spiel nur angedeutet, nie erzählt. Mit den Comics wird das jetzt aufgehoben und der erste Band fängt auch direkt schon beim Anfang an, bei dem Joker und darüber halt eben, wie er seine List macht. Ich will gar nicht zu viel verraten, es ist eigentlich relativ einfach und simpel, wie demnach aber auch genial für den Joker zumindest. Es geht auch weiter in den Comics. Es wird wie in den Spielen immer einzelne Charaktere erzählt, ihre Sichtweisen, wie sie damit umgehen. Wie gesagt, angefangen mit Superman und Batman und halt eben den Joker. Geht dann hinüber weiter zu Green Lantern, wie er versucht auf Superman einzureden, bis zu Green Arrow und Harlequin, die sich ungewollt zusammentun müssen, da Superman den Joker tötet und natürlich Harlequin, die mitverantwortlich war für dieses ganz Schlimme, was Superman getan hat, mittöten will und da ist Green Arrow halt eben dagegen. Zuletzt fängt es dann halt eben an bei Wonder Woman und Ares. Der Kriegsgott ist natürlich nicht begeistert davon, dass die Welt keinen Krieg mehr hat, da er sich durch Krieg nähert. Autor des Comics ist Tom Taylor. Das war er. Tom Taylor ist unter anderem bekannt für die Star Wars Comics, Star Wars Darth Maul, hat aber auch schon den Comic zu DC Universe Online gemacht. Ja, tatsächlich, dazu gibt es halt eben einen Comic, wusste ich selber auch noch nicht. Zeichner sind unter anderem Jeremy Rappack. Genau, das war er. Er hatte schon Erfahrung mit Videospiel-Comics, indem er den Comic zu Batman Arkham City gemacht hat. Auch wieder eine Vor- und Nachgeschichte zu dem Spiel. Hat unter anderem aber auch schon an anderen bekannten DC-Werken mitgearbeitet. Und lustigerweise tatsächlich sogar hat er He-Man-Comics schon gemacht. Und Mitzeichner war aber auch Mike S. Miller. Das ist er. Auch ein sehr bekannter Superman-Zeichner und auch der Zeichner der Game of Thrones-Comic, falls ihr die noch nicht kennt. Der Zeichenstil ist relativ klassisch gehalten, wie ich finde, typisch für Comics. Ich halte es mal hier rein. Sprich also dicke Konturen, realistische Farben. Es wird nicht versucht, einen neuen Stil zu erfinden. Es wird aber auch nicht versucht, irgendwie etwas Modernes jetzt wie Noir da einzupflegen, sondern halt eben, es sind gut erkennbare Bilder, es sind schöne Mimiken und Gestiken zwischen Trauer und Wut, die man aus den Charakteren raussehen kann. Man muss, was mir natürlich gefällt, nicht sonderlich lange auf die Bilder gucken, man muss nicht großartig lange die Details suchen, die stechen einen direkt ins Auge. So kann man halt eben schön der Handlung folgen. Die Dialoge hingegen sind aus meiner Sicht relativ griffig, gerade wenn man das Spiel gespielt hat und auch noch die Synchronisationssprecher im Kopf hat. Kann man sich halt eben sehr gut in die Dialoge reinfühlen und
Dementsprechend auch den Sarkasmus oder den Witz, den gewisse Charaktere wie Green Arrow oder natürlich der Joker und Harlequin aussprühen, richtig schön in sich einnehmen. Das funktioniert ganz klasse. Injustice, Götter unter uns, der erste Band ist jetzt, wie gesagt, im Handel seit ein paar Tagen für 9,99 € in jedem guten Comicbuchladen. Sehr zu empfehlen für alle DC-Fans, die einfach mal eine alternative Welt sehen möchten und sich die Frage stellen, okay, was passiert, wenn Superman sich gegen alle stellen würde? Wer folgt ihm? Wer würde sich gegen ihn stellen? Wie würde man ihn aufhalten? Aber auch zu empfehlen für alle Injustice-Fans, die das Spiel halt eben toll fanden und gerne wissen möchten, wie die Story davor halt eben weiterging. Daher meine klare Empfehlung, tut's euch an.